Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein paar Beauty-Hacks für euch, wie ihr aus euren Produkten das meiste rausholen könnt. Und ich zeige euch so ein paar kleine Tipps und Tricks und ein paar kleine Easter Eggs, die ich in meine Lidschattenpalette mit eingebaut habe, damit ihr wirklich das meiste aus eurem Geld rausholt. Ihr wisst es, mein Kanal steht vor allen Dingen für Drogerie-Make-up und Drogerie-Dupes, aber natürlich auch, um euer Geld so sinnvoll einzusetzen für Beauty-Produkte, dass ihr das meiste damit rausholen könnt. Und das möchte ich heute mit euch machen und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Zuallererst erstmal, ein Danke reicht gar nicht. Wir haben die 100.000 Abonnenten gestern geknackt, das war Donnerstag, heute ist Freitag, ihr seht das Video wahrscheinlich erst am Mittwoch und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken, das war immer mein großer Traum, es ändert sich jetzt nichts, aber es ist einfach nur diese eine Zahl, die man sich von Anfang an irgendwie in den Kopf gesetzt hat und man so hart gearbeitet hat und das bedeutet mir wirklich die Welt. Ich lasse mir auch ein schönes 100.000 Abonnenten-Special einfallen. Schreibt mir gerne ein paar Wünsche oder Ideen in die Kommentare, dann setze ich das Ganze um. Ich würde vorschlagen, wir starten, Freunde. Ich sehe ein bisschen zerzaust aus. Die Tage sind im Moment sehr, sehr lang und stressig. Aber ich hole euch ein Stückchen heran. Zuallererst haben wir hier einmal die Lidschattenpalette. Und ihr seht schon, dass da wirklich viele Farben drin sind, mit denen man sehr, sehr viel machen kann. Und Beauty-Tipp Nummer 1 ist, ich habe extra zwei Farben so gemacht, dass viele von euch, die meisten von euch, mindestens zwei Farben hieraus als Augenbrauenprodukt benutzen können. Und dafür nehme ich mir einfach hier so einen kleinen Augenbrauenpinsel und gehe in die Farbe Signature. Signature ist ein recht heller Ton, der perfekt für blonde Haare ist. Oder wenn ihr einfach nur so eine leichte Färbung haben wollt. Ihr seht es, die Farbe ist farblich genau darauf angepasst. Und deswegen wollte ich auch noch mal so ein bisschen auf die Farben eingehen. Ich wollte ein paar Farben einfach noch mal erklären, um so ein bisschen den Hintergrund dazu zu sehen. Deswegen glaube ich, ist dieses Video ganz, ganz wichtig. Mit dieser Farbe könnt ihr einfach eine sehr, sehr natürliche Augenbraue machen. Ich bürste dann einfach schon mal so ein bisschen durch und mische dann Signature mit Community. Und dadurch wird die Farbe natürlich immer ein bisschen dunkler und ich kann so einen perfekten Ombre-Brau-Look machen. Und dann hier hinten das Ganze verlängern. Und selbst dann könnt ihr das Ganze wieder verdunkeln. Das war mir wichtig, dass ich diesen Effekt drin habe. Hell, mittel und dunkel. Und wenn ich Spillet noch ein bisschen mit reinmische, dann habe ich hier hinten die perfekte Augenbrauenfarbe, ohne dass das Ganze so plakativ aussieht. Ihr seht, es vorne ist es hell und es wird nach hinten immer ein bisschen dunkler. Und ich glaube, im Side-by-Side-Vergleich sieht man da auch sofort einen extrem krassen Unterschied. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich da rangegangen bin, während ich die andere Augenbraue mache. Als wir die Palette konzipiert haben, habe ich mir gewünscht, dass das eine Palette wird, die für mich viele andere Paletten oder wenn nicht sogar fast alle anderen Paletten für den alltäglichen Gebrauch ablöst. Natürlich ist das keine Palette, mit der ihr, weiß ich nicht, neongrüne Hollow Cut Creases und Neon Liner machen könnt. Das sollte es gar nicht sein, weil es wirklich für mich eine Palette werden sollte, die jeden Tag im Einsatz ist. Und selbst wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich auf Reisen bin für irgendein Event oder so, dann wollte ich nicht noch ein Augenbrauenprodukt und noch ein Contouring-Produkt und noch ein Brightening-Powder und noch ein Highlighter, sondern ich wollte alles hier mit drin haben, aber in einer Lidschattenqualität. Und wenn du Lidschattenqualität mit einer normalen Puder-Brow-Produkte-Qualität vergleichst, sind die natürlich wesentlich pigmentierter und damit viel ergiebiger. Und somit spart ihr dann am Ende Geld, wenn ihr nicht noch extra ein Augenbrauenprodukt kaufen müsst und ihr wirklich alle Farben daraus nutzen könnt. Mit dem Cover and Care Concealer schneide ich mir tatsächlich jetzt die Augenbrauen aus, dass ihr auch diesen Insta-Brow-Effekt sehen könnt. Und dann seht ihr, wie natürlich die Augenbraue trotzdem aussieht, weil ich halt nicht mit einer Pomade gearbeitet habe. Ich finde, Pomaden werden immer sehr schnell so Anastasia Beverly Hills 2016. Das wollen wir heute vermutlich nicht mehr. Und ihr habt sofort eine saubere Kontur. Und ich glaube, jetzt könnt ihr ganz gut erkennen, wie perfekt sich das Ganze auch zu meiner Haarfarbe dann anpasst und somit dann auch zu eurer. Weil ihr halt wirklich genau eure Farben auch mischen könnt. Wenn ihr beispielsweise sagt, okay, Spillet ist euch ein bisschen zu warm, dann nehmt ihr Spillet und geht ganz leicht in Forest mit rein und mischt das so ein bisschen auf eurer Hand. Und dadurch wird die Farbe wesentlich kühler. Also das ist schon fast ein bisschen
artistisch. Wenn man sich ein bisschen mit Farbkombinationen auseinandersetzt, dann werdet ihr das Ganze wirklich verstehen. Und dann macht es auch richtig Spaß, damit zu arbeiten, weil man halt immer wieder neue Sachen kennenlernt. Alright, ich mache einmal ganz schnell meine Base und dann zeige ich euch einen neuen Hack. Foundation ist einmal drauf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Was ich total gerne mache, ist, ich nehme den Foundation Brush, den ich auch gerade benutzt habe, um meine Foundation einzuarbeiten und gehe wieder in Signature und ganz leicht in Truth und dann wieder in Signature und habe jetzt hier ein recht dunkles Produkt. Und ich habe hier noch so ein bisschen Foundation-Rest an meiner Hand, mische das hier so ein bisschen mit und dann kann ich die beiden Farben zu einem Bronzer mischen. Ihr seht das, das wird ein ganz schöner Ton, den ich mir perfekt für mich anblenden kann. Und das muss noch gar nicht so ordentlich sein. Es geht wirklich erstmal nur darum, um so eine Grunddunkelheit in die Foundation zu bringen. Das ist wie ein Cream-Contour-Produkt. Nehmt den Lidschatten, mischt ihn euch mit eurer Foundation und ihr habt ein Cream-Produkt. Auch das machen wir jetzt mit dem Blush. Dafür nehme ich mir ein Spoolie und es wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich nehme meine Mischplatte. Leg sie mir hin und kratze ganz, ganz kleines bisschen mit dem Spoolie Sis, das ist dieser rote Ton, und vor allen Dingen Thank You Next mit raus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen NDAs mit rauskratzen, dann habt ihr auch nochmal so einen schönen Schimmereffekt. Das sieht dann ungefähr so auf eurer Mischplatte aus. Ein Mini-Spritzer Foundation und dann wird gemischt. Und so habt ihr den perfekten Blushton, der zu eurer Hautfarbe passt. Ich blende das Ganze einfach mit einem Foundation Brush aus und buff das hier so ein bisschen auch in den Bronzer mit rein und habe dann einen ganz, ganz leichten Touch an Blush auf der Haut. Ihr habt es gesehen, Augenbrauen, Blush, Bronzer, wenn ihr wollt. Es gibt natürlich eine Blush-Palette, ne? Also ganz klar, aber ich will euch einfach zeigen, was möglich ist und dann habt ihr diesen super fresh Look. Und die Foundation gibt natürlich noch mal ein bisschen Deckkraft, ohne dass es zu rot wird, sondern der Blush und der Unterton des Blushes, also eure Hautfarbe, passen dann perfekt zusammen. Ich mache mal ein bisschen Concealer drauf, fixiere das Ganze und habe natürlich noch einen weiteren Hack für euch. Und so sieht das Ganze mit Concealer und ein ganz, ganz bisschen Puder aus, denn ich wollte auch, ihr merkt, es ist sehr, sehr viel, was ich wollte, aber Catrice musste sich das alles anhören und wir konnten das wirklich umsetzen. Und jetzt im Nachgang bin ich total happy darüber, dass wir das wirklich alles geschafft haben. Ich nehme mir jetzt einen sehr, sehr großen, fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Luna. Luna ist der helle Ton hier und wieder ganz leicht in Thank You Next, um einfach so einen leichten, rosanen Touch zu haben und dann wieder in Luna. Und damit könnt ihr, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, euren Concealer punktuell hier aufhellen. Und das mache ich vor allen Dingen hier hinten, einfach um optisch hier schon mal so ein bisschen Lichtpunkt hinzukriegen. Das ist wie ein Brightening Powder, weil der Lidschatten natürlich super, super pigmentiert ist. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, ich gehe mit Luna einfach auch hier an der Nase so ein bisschen lang, um diesen Bereich hier optisch wieder aufzuhellen. Das sind nur diese kleinen, ganz, 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 ganz kleinen Highlights, die am Ende des Tages aber wirklich einen riesen Unterschied machen, weil ihr einfach einen Lichtpunkt hier noch mit hinsetzt und hier. Dann könnt ihr natürlich auch noch mit NDA highlighten. Das benutze ich ganz gerne auf der Nase, weil er da einfach super, super pigmentiert ist. Und unter der Augenbraue. Und dann habe ich gestern ein Video gesehen von Frühlingsrolina. Da hat sie, den probieren wir jetzt einfach nachzuschminken. Das wird ein kleiner Lidschatten-Look. So, jetzt seht ihr die Base auch nochmal von Namen, ne? Wir haben den Blush, wir haben den Bronzer, wir haben diesen Brightener unter den Augen. Und jetzt nehme ich mir einen flachen Pinsel und gehe wieder in Luna und platziere mir den Ton wirklich hier vorne als Brightening-Produkt auf mein bewegliches Lid. Das ist so ein bisschen das, was ich früher geschminkt habe. Da habe ich mir eigentlich immer nur einen matten, hellen Ton auf mein bewegliches Lid gegeben, um es schon mal so ein bisschen heller zu machen. Finde ich persönlich eigentlich auch ganz schön. Vielleicht machen wir nochmal einen ganz, 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 ganz hellen Look. Und dann ist sie direkt in Danny gegangen, glaube ich. Und hat den einfach nur hier rüber gegeben und das Ganze so ein bisschen eingefärbt. Und mit demselben Pinsel ist sie dann in Thank You Next gegangen und hat hier hinten einfach ausgeblendet. So einen sehr, sehr zarten Alltagslook. Ich fand, das sah so hübsch aus, weil er so leicht war und dann ein bisschen in Left on Red, um es ein bisschen zu verdunkeln.
Und dann nehme ich mir einfach einen großen Pinsel und blende hier noch ein bisschen aus. Dann mit dem Finger ins CEO. Das ist dieser Topperton. Und einfach hier rüber. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, Freunde, ist einen DIY-Eyeliner. Den Trick kennt ihr schon. Ich will ihn euch aber nochmal zeigen mit der Palette. Ihr braucht wieder so ein kleines Augenbrauenbürstchen. Macht den richtig schön nass. Ihr könnt dafür auch natürlich Micellenwasser nehmen. Funktioniert perfekt. Und dann gehe ich in Left on Red. Ihr könnt das prinzipiell mit jener Farbe hier draus machen, die ein bisschen dunkler ist. Und ziehe mir damit einfach einen kleinen Liner. Vorne gehe ich ins Bild und ziehe mir hier einfach nur noch so einen kleinen Wing nach innen rein. Und dann habt ihr einen sehr harmonischen Wing, der zu dem Lidschatten passt, weil er in derselben Farbkategorie ist. Es ist alles sehr harmonisch, ne? Also der Blush passt auch wieder zum Lidschatten, weil dieselbe Farbe ist. Der Wing passt zum Augenbrauen-Look und auch zu den Augenbrauen, weil es alles sehr, ja, so ineinander angepasst ist und die Farben sich halt so ein bisschen ergänzen. Und das sind halt nicht nur Lidschatten, sondern das sind halt wirklich auch sehr individuelle Farben, die ihr an euch anpassen könnt. Was ich total gerne mache, ist mit dem großen Brush in Sunrise zu gehen und so ein bisschen in Tan Lines. Und für manche ist es ein Highlighter, wenn ihr mit dem großen Pinsel aber einfach hier nur rüber geht, dann habt ihr nochmal so ein Finishing Powder und gebt eurer Haut nochmal so ein bisschen Farbe und ein bisschen Glow und ein bisschen Bewegung. Und ich finde, das macht das Ganze dann immer super, super sommerlich und Wet Skin. Ihr wisst, das liebe ich. Wenn euch das zu viel ist, müsst ihr das natürlich nicht machen. Aber das ist so etwas, was ich sehr, sehr gerne im Alltag mache. Eine weitere Kleinigkeit habe ich natürlich noch für euch. Und zwar nehme ich mir so einen flachen Pinsel und mache ihn wieder nass. Und damit kriege ich natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Textur hin. Und jetzt könnt ihr auch im Prinzip jede Farbe als Lip Liner oder Lippenstift benutzen. Ich gehe jetzt in die Farbe Left on Red und ziehe mir damit einen Lip Liner. Ein bisschen Lippenstift. Und zu guter Letzt noch den Lip Glaze rüber. Mischen. Und ihr habt Farben, die sich wieder ergänzen. Und das Ganze, und das ist das, was ich wiederhole mich da, glaube ich, sehr, sehr oft, aber mir ist es wichtig, dass ihr harmonische Looks habt, die gut zusammenpassen, die farblich aufeinander abgestimmt sind. Das, was mir halt so wichtig ist, euch so viele Inspirationen wie möglich zu geben. Lippen aus der Palette, Augenbrauen aus der Palette, Blush, Bronzer aus der Palette, Highlighter aus der Palette, den Lidschatten, den Liner aus der Palette. Foundation können wir damit noch nicht machen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Freunde, vielleicht habt ihr dafür auch noch eine Lösung. Ich liebe diesen Look. Sehr erwachsen, sehr reduziert und alles so ein bisschen. Ich mag's. Freunde, ich bin gespannt auf eure Beauty-Hacks. Was macht ihr mit der Palette noch oder was könnte ich auf jeden Fall noch ausprobieren? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr damit machen könnt. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.